Der US-Dollar zeigt endlich Schwäche und das ist genau das, was viele Analysten und Investoren vor allen Dingen im Edelmetallbereich erhofft hatten. Jetzt die Frage, ist das wirklich schon die Trendwende und kann das Gold und Silber beflügeln? Dazu auch noch ganz verrückte Kursprognosen, die gerade von Investoren um sich geschmissen werden, mit Zielen bis zu 4.000 Dollar beim Goldpreis. Gehen wir in dieser Ausgabe nach. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich möchte beginnen mit dem US-Dollar. Ich finde, es ist wichtig zu verstehen, wie die Entwicklung des US-Dollars ist und worauf es hier zu achten gilt, um zu verstehen, wie das die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, beeinträchtigen kann in ihrer Kursentwicklung. Und dafür müssen wir einmal ein bisschen zurückschauen, und zwar in die historische Entwicklung des US-Dollar-Index. Und da sehen wir hier von Bloomberg sehr schön zusammengefasst, wenn man mal zurückgeht bis ins Jahr 1990, dann sehen wir dieser letzte Anstieg, der ja dann so ungefähr im Oktober, November dann seinen Höhepunkt gefunden hat, der hat hier rangereicht bis fast an diese Hochs, die vor oder knapp an der Finanzkrise dann zustande gekommen sind, und zeigt also, dass der US-Dollar schon historisch gesehen in den letzten 30 Jahren sehr, sehr stark gewesen ist, sehr, sehr teuer gewesen ist im Vergleich zu anderen Devisen und im Vergleich zu Rohstoffen. Jetzt die Frage, ist dieser erste Rückgang hier, den wir jetzt schon sehen, ist das zum Beispiel hier so ein Peak, wie wir es hier gesehen haben, oder kommt er dann nochmal hier hoch? Das ist aus technischer Sicht im Moment nicht leicht zu beantworten. Allerdings kann man es aus fundamentaler Sicht auch ganz gut sehen, nämlich wenn wir uns mal anschauen, was die Deutsche Bank uns zur Verfügung stellt an Informationen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Chart, um zu verstehen, dass es durchaus schon das Top gewesen sein könnte. Denn hier in schwarz dargestellt ist die Wertentwicklung des US-Dollars bereinigt um die Zentralbankentscheidungen. Das bedeutet, wenn die Zentralbank in die eine Richtung entscheidet, zum Beispiel die Zinsen anhebt, dann hat das in der Konsequenz auch die Folge, dass in der Konsequenz die Folge, ihr wisst, was ich meine, eine Folge dieses Anstiegs wäre dann, dass auch der US-Dollar stärker wird. Und im Gegenzug, wenn der US-Dollar oder die Zinsen gesenkt werden, dann wird auch der US-Dollar schwächer. Und um diese Parameter ist es bereinigt. Das heißt, was wir hier sehen, ist die reine Wertentwicklung ohne Zentralbankentscheidungen. Und da können wir ganz gut festhalten, hier in dem Jahr 2014, 2015 gab es schon mal einen sehr starken Wertanstieg vom US-Dollar. Das war, als die europäischen Länder angefangen haben, dann auch in den negativen Zinsbereich zu gehen, die EZB allen voran. Und das hat zu einem Anstieg geführt von 30% beim US-Dollar. Dann gab es nochmal das Hoch um die 28% dann mit der Corona-Krise und dem Corona-Crash, wo dann alle auch in den sicheren Hafen geflohen sind. Da wurde ja sogar Gold verkauft. Alles wurde verkauft, weil jeder wollte den US-Dollar haben. Die USA bezahlen immer ihre Schulden. Deswegen war da die Flucht in den US-Dollar hinein. 28%. Und jetzt dieser letzte Anstieg bis in den November eben hier hinein war sogar noch höher. Da gab es noch mehr Anstieg an Aufwertung des US-Dollars. Und wenn man das mal in den Kontext setzt, dann kann man schon sehen, okay, das Top kann möglicherweise schon erreicht sein. Und das kann dazu führen, dass der US-Dollar nachhaltig wieder schwächer wird und vielleicht wieder in den mittleren Bereich seiner Bewertung zurückkommt. Sodass zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bei Null sind, dann würde die US-Dollar-Entwicklung rein an dem hängen, was die Fed entscheidet. Und es wäre kein sozusagen Premium, den man oder das man beim US-Dollar bezahlen müsste, beziehungsweise was man weniger hätte, wenn der US-Dollar dann hier unten notieren würde. Das passt auch ganz gut dazu, was die Fondsmanager, die Befragten von der Bank of America sagen, denn die Bank of America hat Anfang des Monats einen Bericht veröffentlicht und gesagt, dass noch nie so viele professionelle Investoren gesagt haben, dass der US-Dollar überkauft sei. Also es ist allgemeiner Marktkonsens, dass die Stärke des US-Dollars womöglich jetzt auch schon ausgereizt sein kann.
Und die Bank of America hat festgestellt, dass im November, das sind die aktuellsten Daten, der US-Dollar den fünften Monat in Folge zum sogenannten Most Crowded Trade ernannt wurde. Bedeutet also, in diesem Trade oder in dieser Asset-Klasse, da findet die Musik statt, da sind die meisten oder die meisten Investoren, die meisten Trader gerade drin. Und das ist meistens dann auch so ein Zeichen, wenn dann schon so viele Menschen drin sind und so viel Aufmerksamkeit da ist, dann wird es auch schwierig, noch zusätzliches Interesse hineinzubringen. Ähnlich war es ja dann auch mit Bitcoin, als Bitcoin um die 60.000 notiert hat. Damals war Bitcoin das Most Crowded Asset. Heißt jetzt nicht, dass es hundertprozentig deshalb sein muss, dass der US-Dollar runterkommt. Nur ist es ein Puzzleteil, meiner Meinung nach, das dafür spricht, dass der US-Dollar weiter runterkommen kann. Wenn man aber einer Umfrage von Reuters Glauben schenken mag, dort wurden dann 66 Fondsmanager gefragt, wie sie denn die Entwicklung des US-Dollars sehen in den nächsten 12 Monaten. Und da ist herausgekommen, dass eine Mehrheit sich dafür ausspricht, dass der US-Dollar wohl im Bereich des aktuellen Niveaus sich befinden wird zum Ende des Jahres 2023. Hauptgründe hierfür sind, dass laut Meinung der Fondsmanager der sichere Hafen gesucht werden wird und dass auch die Zentralbanken die Wirtschaftsaussichten dämpfen werden oder die Wirtschaftsentwicklung dämpfen werden. Und das wiederum sorgt dafür, dass der sichere Hafen gesucht wird und damit auch, wie schon gerade dargestellt, auch der US-Dollar. Ich finde das ganz interessant, wenn wir vom sicheren Hafen sprechen, denn der US-Dollar ist ein sicherer Hafen, aber Gold selbst ist auch ein sicherer Hafen. Und dann ist immer die Frage, wer setzt sich dann am Ende durch? Ist es der US-Dollar oder ist es Gold? Weil Gold wird ja auch in US-Dollar gehandelt. Wenn jetzt die Währungsströme Richtung US-Dollar tendieren, dann ist ja der US-Dollar im Vergleich zu Gold wertvoller. Also heißt es, der Goldpreis in US-Dollar muss dann entsprechend nicht so stark steigen, weil der US-Dollar ja stark ist. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Wenn der US-Dollar schwach ist und und keiner sich wirklich für den US-Dollar interessiert, dann muss man mehr US-Dollar bezahlen für dieselbe Menge an Gold. Wenn jetzt aber der US-Dollar stark ist, dann muss ich weniger Dollar bezahlen für die gleiche Menge Gold. Deswegen kann das den Goldpreis hemmen, falls tatsächlich die befragten Fondsmanager sich durchsetzen und es der Wahrheit entspricht, dass der US-Dollar stark bleibt. Meiner Meinung nach sprechen aber auch einige Sachen dafür, dass der US-Dollar-Preis noch weiter zurückkommen kann in den kommenden Monaten, vor allen Dingen dann im Laufe des Jahres 2023, allein wenn wir uns diese historischen Entwicklungen entsprechend anschauen. Damit zu Gold und zur Auswirkung der aktuellen makroökonomischen Lage auf den Goldpreis. Die Kursprognosen, die sind da relativ weit gefächert. Also ich habe mir mal einige Sachen durchgelesen. Das reicht von zum Beispiel Fitch Ratings, die sagen, ja, 1850 Goldpreis, das wäre so im Bereich des Realistischen bis Ende 2023, würde gerade mal einem Zuwachs von rund 2% entsprechen. Dann ähnlich sieht es auch JP Morgan, die sagen $10 mehr, 1860, der sichere Hafen könnte gefragt sein. Und vor allen Dingen dann, falls dieses Soft Landing, was ja die Fed präferiert oder was erreicht werden soll, falls das nicht stattfindet, dann 1860 wäre da ein angemessenes Ziel. Auch nicht wirklich viel höher als die aktuelle Kursnotierung. Allerdings, wenn man dann sich mal so ein bisschen umschaut, was es noch an Kursprognosen gibt, da finde ich, sticht Swiss Asia Capital heraus. Die sagen nämlich, dass es Richtung 2.500 bis sogar 4.000 gehen kann. Sie sagen explizit, 4.000 ist nicht das Kursziel von Gold, aber es ist durch die Volatilität, die im Markt ist, auch im Bereich des Möglichen, dass dann so stark der Goldpreis übertreiben wird, dass er bis auf 4.000 gehen würde. Das wäre ja dann mehr als eine Verdopplung zum aktuellen Kurs. Bezogen auf die Spanne, warum das dann bis zu 4.000 reichen kann und 2.500 wäre ja auch schon mehr als die letzten Hochs, wo Gold ja gescheitert ist und lange nicht mehr war. Das sagt Swiss Asia Capital, da sagen sie, es sind vor allem die Rezessionsängste und eine mögliche Verlangsamung bei den Zinssenkungen. Das könnte dazu führen, dass Gold auf einen Schlag auch attraktiver werden kann. Ich persönlich bin da vorsichtig zu sagen, dass ja, okay, wenn die Zinsen jetzt nicht so stark angehoben werden, dass dann gleich Gold so eskaliert im Preis,
sei mal dahingestellt. Ein weiterer Grund, der auf jeden Fall für den Goldpreis gut sein kann, ist, dass die Russische Föderation offensichtlich in ihrem eigenen Territorium, also in Russland selbst, von eigenen Minenbetreibern Gold kauft. Der russische Staat kauft das. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Sorge in Bezug auf den Goldpreis, dass das Gold, was Russland produziert und was vom Gesamtmarkt abgeschnitten ist, irgendwann vielleicht auf den Markt kommen kann und die Menge oder den Preis senken kann. Es gibt laut Handelsblatt, blenden wir euch auch gerne ein, Hinweise, dass der russische Staat entsprechend selbst Gold kauft und dieses, ich sag mal, abgeschnittene Gold oder diese abgeschnittene Menge vom Markt selbst einkauft und dann in die eigenen Reserven mit aufnimmt. Das kann dem Goldpreis auch noch zusätzlich helfen. Finde ich jetzt, ist kein Megagrund für ein Kurswachstum, aber es kann trotzdem den Preis mit bestimmen. Dann schauen wir auch nochmal auf die technische Situation und zwar fangen wir mal mit UUP an, dem größten ETF auf den US-Dollar Bullish. Und das ist genau das, was wir hier auch schon gerade gesehen haben in der Einblendung vom US-Dollar Index. Also eine klare Übertreibung, dann in den letzten Wochen schon deutlich zurückgekommen. Allerdings jetzt hier an der entscheidenden horizontalen Marke um die 28 Dollar angekommen mit der 50-Wochen-Linie. Falls es den Bullen gelingt, sich hier zu stabilisieren und wieder Stärke zu zeigen, dann spricht das erstmal dafür, dass der Dollar tatsächlich nochmal stärker werden kann. Falls in den kommenden Wochen hier die Bullen sich nicht durchsetzen können und zum Beispiel nur eine kleine Verschnaufspause machen, dann finde ich, geht schon der Blick in Richtung 50% bei 27,40. Dann gibt es hier noch eine kleine offene Lücke bei 27 und dann die nächste größere Unterstützung technisch 26,65 von der gesamten Aufwärtswelle, die 61%. Falls diese Trendstärke, die wir hier auf der Abwärtsseite sehen, sich fortsetzen sollte, wie gesagt, das wäre gut für alles, was in US-Dollar gehandelt wird. Dann auch noch mal einmal der Blick auf Euro-Dollar. Die Europäer haben ja ihre eigenen Probleme, aber ich finde auch da lohnt sich der Blick einmal drauf, weil Euro-Dollar in der Vergangenheit ja schon stark unter Druck gekommen ist. Das ist ja genau umgedreht. Hier sehen wir, dass der Euro deutlich schwächer geworden ist zum Dollar. Der Dollar war stärker. Jetzt auch hier schon eine technische Gegenreaktion, aber auch da wichtige technische Widerstände schon auf dem Weg, 61% hier gut zu sehen, 1,0760, horizontal mit diesem Tief hier aus dem, was ja das, diese Corona-Volatilität war im März 2020, da kommt er gerade dran, ist auch schon sehr steil nach oben gekommen. Hier gilt es abzuwarten, ob es eine Konsolidierung gibt oder ob der Markt hier abprallen will. Ich finde, aus technischer Sicht muss sich das erstmal beweisen. Falls die Dollar-Schwäche sich fortsetzt und und gegenüber dem Euro dieser Trend sich fortsetzt, dann Richtung 1,10 psychologische Marke, gegebenenfalls dann auch Richtung 200-Tage-Linie bei 1,12. Das sind dann die Marken, die in den Blick geraten. Wir schauen dann natürlich jetzt auch nochmal auf den Goldpreis in US-Dollar und ich finde, wir können da auch einmal in der Woche bleiben, im Wochenchart. Hier 2000 Dollar waren ja, beziehungsweise 2080 Dollar, waren ja diese beiden Hochs, die angelaufen wurden. Was den Bullen zugute zu halten ist, meiner Meinung nach, ist, dass sie hier zurückgekommen sind, nachdem diese horizontale Linie um die 1680 bärisch aufgelöst wurde. Wir haben da mit euch auch drüber gesprochen. Ganz wichtige Unterstützung mit der 61%. Wurde sogar per Wochenschlusskurs rausgenommen, nach unten hin, was eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht für tiefere Kurse. Nichtsdestotrotz ist es den Bullen gelungen, sehr eindrucksvoll wieder zurückzukommen und sich jetzt hier oben festzusetzen an der 1810. Hier auch eine horizontale untergeordnete Marke. Falls es den Bullen gelingt, sich hier diese Trenddynamik fortzusetzen, dann 1890, 1900 horizontal hier ebenfalls und die 61% als nächste wichtige Widerstandsmarke. Ich bin jetzt nicht auf dem Weg zu sagen, 2000 und darüber hinaus ist jetzt aus technischer Sicht möglich. Da kommt es wirklich darauf an, wie die Dynamik sich fortsetzt, falls sie sich fortsetzt und ob es Konsolidierungen gibt. Weil im Tageschart vielleicht einmal da reingeschaut, also heute ist jetzt der 22. Dezember, wir werden das Video etwas später veröffentlichen, deswegen kann es sein, dass es hier nochmal neue Kursdaten, ja, gibt es ja auf jeden Fall dann noch, aber ich finde, es kommt auf die
auf das Prinzip an, hier der starke, vergleichsweise starke Anstieg, noch überhaupt keine Konsolidierung. Das gilt es erstmal abzuwarten. Je länger der Kurs sich festsetzen kann, umso besser ist es, umso mehr Druck kann aufgebaut werden für eine mögliche Anstiegswelle. Da gilt es dann eben, Geduld zu haben für alle, die sich für einen Trade interessieren. Aus fundamentaler Sicht haben wir das jetzt schon, finde ich, zu Genüge beleuchtet. Wir gucken nochmal auf Silber, der Vollständigkeit halber. Wenn man über Gold spricht, dann auch über Silber. Und bei Silber, das hatten wir auch schon unseren Klienten in den vergangenen Tagen gesagt, gilt es echt vorsichtig zu sein, was die Widerstände angeht, weil Silber auch sehr stark angestiegen ist, hat im Bereich um die 24,50 einen wichtigen horizontalen Widerstand, kann man im Wochenchart sehen, ist auch im Bereich der 78% der letzten Abwärtswelle. Im Tageschart finde ich es noch deutlicher. Seht ihr hier dieses Doppeltop, hier das erste Top, das zweite Top, ist er dann runtergekommen, ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben gewesen und genau hier jetzt dran. So eine Bewegung, die hat auch dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich erstmal zu beruhigen, zu verlangsamen, vielleicht sogar zu erschöpfen. Je länger sich die Bullen hier festsetzen können, auch da umso größer die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung. Auf der anderen Seite aber auch noch zu früh, um jetzt zu sagen, dass Silber hier weiter runterkommt, weil die Trendstärke ist ja noch da. Da ist noch kein Trend gebrochen. Deswegen auch da, meiner Meinung nach, muss man vorsichtig sein, zurückhaltend sein und die weitere Entwicklung abwarten, sowohl was die Edelmetalle selbst angeht, als auch was die Entwicklung des US-Dollars angeht. Deswegen meine Empfehlung, spart euch die Nerven und genießt die freien Tage, falls ihr denn freie Tage jetzt zwischen den Jahren habt. Ansonsten kommt gut rüber ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, bis dann.